Vielen Dank, Frau Kollegin Matschmann. Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Wie bitte? Ich hoffe, dass Sie nur zu Ende und nicht am Ende sind. Nein, am Ende bin ich nicht, Herr Fischer. Vielen Dank, Herr Kollege von Arzt. Moment bitte. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass während der Aktuellen Stunde Zwischenfragen nicht zulässig sind. Das gilt an Ihre Fraktion, weil da mehrere Meldungen waren. Das Zweite ist, ich verstehe, Frau Kollegin Hasselmann, momentan habe ich das Wort. Gut, das gilt auch für Sie. Das Zweite ist, bei aller Erregung, die nachvollziehbar ist, bei den Angriffen, die Sie empfinden von der AfD-Fraktion, Frau von Storch, ist der Zuruf, Sie haben eine Macke, unparlamentarisch. Im Übrigen erteile ich dem Abgeordneten, dessen Namen mir leider entfallen ist, aus der AfD-Fraktion, aber wir identifizieren Sie einen Ordnungsruf für Ihre Aussage, das Mahnmal zum Gedenken der jüdischen Opfer sei ein Mahnmal der Schande. Richtig, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und ich gebe zum Protokoll, das ist der Abgeordnete Seitz der AfD. Nächst einmal sind während der Aktuellen Stunde Zwischenfragen nicht zulässig. Ich wiederhole mich da, weil wir dauernd Wortmeldungen sehen. Ich war nicht an Sie gerichtet. Ich musste jetzt nur Ihre Rede abwarten. Das Zweite ist, zur Sache ruft nur der Präsident, der amtiert. Das Dritte ist, Frau Kollegin Hasselmann, und das liegt mir am Herzen, das Präsidium des Deutschen Bundestages wird sehr sorgsam darauf achten, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit hier nicht überschritten werden, selbst wenn es manchmal schmerzlich ist, Meinungen zu ertragen zu müssen, die man selbst nicht teilt. Aber der Eindruck, der entsteht, wir würden hier Äußerungen zulassen, die außerhalb des Spektrums liegen, diesem Eindruck muss ich entgegentreten. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Masi. Aber haben doch gerade schon so viel gesprochen, das könnte er. Ich frage Sie, ob Sie das erlauben. Wenn Sie Nein sagen, dann ist es Nein. Im Moment nicht. Ich bin so gerade in Fahrt. Ich will noch weitermachen. Vielen Dank, Herr Kollege Jens. Ich sehe einige Belustigungen über die Erscheinungsform des Präsidiums. Für den Sonnenschein, der uns hier gerade bestrahlt, sind wir nicht zuständig. Noch nicht. Die Alternative für Deutschland ist die parlamentarische Bürgerwehr für den kleinen Mann. Herr Kollege Springer, Sie sind ja zu Ende. Sie können sich jetzt wirklich setzen. Ich wollte nur freundlicherweise darauf hinweisen, dass die AfD noch nicht über die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag verfügt. Wenn Sie sich mal überleben, ich kann gut verstehen, dass Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz abschaffen wollen. Die sollten Sie nämlich untersuchen. Rechtsradikale braucht in diesem Land niemand. Herr Kollege Kaas. Zunächst einmal richte ich liebevoll ermahnende Worte an Vertreter der AfD-Fraktion. Haben Sie noch alle, ist kein parlamentarischer Ausdruck, wenn man einen Redner klassifiziert. Wer immer sich angesprochen fühlt, kann sich dazu Wort melden. Ich habe Wortmeldungen aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege Kaas, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Und ich sehe den Haushalt nicht als, der Präsident hat gewechselt, ich sehe den Haushalt nicht als persönliches Geburtstagsgeschenk an, sondern als Beleg für eine solide Haushaltspolitik in diesem Land. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Unterberger. Ich habe Ihren erschreckten Gesichtsausdruck gesehen. Ich hoffe, das verdirbt mir jetzt nicht die Geburtstagslaune, dass Sie mich jetzt hier. Okay. Herzlichen Dank. Als hat er jemand gerufen? Mir schon. Präsident, nicht, dass ich wieder einen Ordnungsruf kriege. Also einen wild gewordenen Hühnerhaufen darf ich die nennen, oder? Ich kann das nicht vorab sozusagen, Herr Kollege Kaas, entscheiden. Ich kann es erst entscheiden, wenn Sie entsprechend tätig geworden sind. Gut. Es gibt keine Absolution. Ja, man muss meine Vorsicht verstehen. Ich habe gestern den ersten Ordnungsruf in 20 Jahren bekommen von diesem Präsidenten. Deswegen bin ich vorsichtig. Weniger Wahlkampf, sagt mir, darum geht es. Herr Kollege Kaas, Sie haben die Möglichkeit zu einer Intervention, wenn Sie das möchten. Aber ich will seine Redezeit nicht verlängern. Lassen Sie mal. Das haben Sie schon gerade. Als nächstes. Kommen Sie endlich zu demokratischen Diskurs, bitte. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich habe mich jetzt bemüht, über 3 Minuten hinweg zu sehen, was das mit dem Etat Bildung und Forschung zu tun hat, was Sie gesagt haben. Ich möchte Sie bitten, zur Sache zu sprechen. Also ich denke, dass das auf über 2/3 der Personen hier zutrifft. Und ich möchte gerne in der Rede fortfahren. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Höchst. Bevor ich den nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich auf Folgendes hinweisen. Die Geschäftsordnung legt dem Präsidium nahe, immer dann, wenn nicht zur Sache gesprochen wird, darauf hinzuweisen, dass man zur Sache sprechen soll. Es ist keine Benachteiligung von irgendjemandem. Entscheidend ist, dass in den ersten vier Minuten... Herr Kollege, ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich weise nur auf die Geschäftsordnung hin. Das wird das Präsidium auch künftig in allen Fällen beachten. Ich sage es nur deshalb, weil von den ersten sechs Minuten und die ersten vier Minuten haben Sie nicht zur Sache gesprochen. Ich habe das nicht gerügt, sondern... Ja, deshalb sage ich ja, die ersten vier Minuten haben Sie nicht zur Sache gesprochen, sondern eine bemerkenswerte Rede gehalten. Aber ansonsten bitte ich darum, dass wir wirklich auch miteinander so umgehen, dass wir tatsächlich uns dann um die Themenbereiche kümmern, die aktuell anstehen. Dafür dient ja die Tagesordnung. Es ist nur ein netter Hinweis, gar nicht böse gemeint. Es geht aber für alle in diesem Saal. Als nächstes spricht zu uns der Kollege Dr. Angesichts der Parteigeschichte der FDP, ich sage hier nur Naumann-Kreis und Möllemann-Affäre, sollte die AfD hier einfach mal den Mund halten. Von Ihnen lassen wir uns keine Lektion erteilen und müssen wir das auch nicht. Der Naumann-Kreis und die Möllemann-Affäre, das trifft die FDP. Das trifft die FDP. Keine Ratschläge von der Seite. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Antisemitismus. Vielen Dank, Frau von Storch. Es war wahrscheinlich ein... Frau Künes. Wir wissen beide, dass das möglicherweise auch der Zeit geschuldet ist, dass Frau von Storch, was ich sehr bedauere, FDP und AfD miteinander verwechselt hat. Das kommt im normalen Leben allerdings nicht vor. Es war wahrlich keine leichte Geburt. Bei meiner Tochter traf das zum Glück nicht zu. Umso schöner ist das, dass wir die Brückenteilzeit heute auf den Weg bringen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hiller-Ohm. Ich gehe davon aus, dass die Geburt ihres Kindes doch nicht so überraschend gekommen ist, wie sie es hier dargestellt hat. Ich habe damit keine eigene Erfahrung. Entschuldigen Sie das bitte. Aber normalerweise hat man mehrere Monate Zeit, sich mental darauf vorzubereiten. Sehr geehrter Herr Kleinwächter, eins mal zu Ihrer Rede. Wir in der Frau Kollegin, es wäre nett, wenn Sie das Präsidium freundlicherweise begrüßen würden. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Entschuldigung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt, aber ich war so aufgebracht hier. Ja, zunächst stelle ich erstmal fest, dass meine Fraktion im Gegensatz zu Ihrer noch fast vollständig anwesend ist, aber vielen Dank für den Hinweis. Das, Herr Kollege Banschi, das muss ich wirklich bestreiten. Das muss ich wirklich bestreiten. Und darüber hinaus, um auf Ihre Frage einzugehen, ist das Trennungsgebot zwischen dem Verfassungsschutz und den Polizeibehörden nicht grundgesetzlich verankert. Und selbstverständlich sind die Punkte, die ich hier angesprochen habe, konsistent. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Banschi. Sie sollten sich gleich mal umdrehen, um diese Frage noch mal zu erörtern. Nächste Rednerin ist, der Kollege Martin Ravanus, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das mit der Rednerin kriege ich nicht hin. Ich will trotzdem schauen, dass ich einen Beitrag in der Debatte leisten kann. Das war geschlechtsneutral gemeint, Herr Kollege. Ah, das ist man von der FDP gar nicht so gewohnt. Okay. Wir können das Herr versuchen, Kollege, ernsthaft Herr Kollege, hier zu... Erlauben Sie, ja, alles okay. Nein, erlauben Sie eine kurze Zwischenbemerkung. Ja. Ich habe die Redezeit angehalten. Erlauben Sie eine kurze Zwischenbemerkung. Die Geschäftsordnung bittet den Redner zur Sache zu reden. Das mache ich jetzt bei Ihnen nicht. Ob die Zwischenrufe zur Sache gehören, Herr Kollege Müller, das hat das Präsidium nicht zu beurteilen. Insofern haben Sie natürlich recht, es gehört auch nicht zur Sache, so zwischenzurufen. Ich habe Sie nicht gerügt, sondern... Ja, aber auch da gilt nicht, das Parlament ist umso lebhafter, je mehr Zwischenrufe kommen. Aber wenn es zu laut wird, wird das Präsidium einschreiten. Keine Sorge, Herr Müller. So, jetzt Herr Kollege, dürfen Sie Präsident, weiter. Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe keine Angst vor lebhaften Diskussionen. Herr Kollege Klein, wir warten noch einen kleinen Moment, bis sich die Reihen der Union nicht gelichtet, sondern beruhigt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe großes Verständnis dafür, dass man sich darüber freut, wir uns ja hier auch, aber es wäre nett, wenn wir die Beratung fortfahren könnten.
Ich wollte nur sagen, die Geschäftsordnung sieht das normalerweise nicht vor, aber es macht ja keinen Sinn, dass der Kollege Klein redet und bei der Unionsfraktion hört ihm keiner zu. Wäre wahrscheinlich ohnehin der Fall, aber jedenfalls. Jedenfalls wäre der optische Eindruck ein anderer. Und ja, ich sage es ganz ehrlich. Im Verhältnis würde ich lieber am Auspuff eines Diesel, eines modernen Dieselautos schnüffeln, als mich Zigaretten drauf in ein Elektroauto zu setzen. Um das mal ganz klar zu sagen, Öko-Fanatiker holzen Wälder ab. Und, meine Damen und Herren, das ist mit uns nicht zu machen. Vielen Dank. Da uns ja auch noch Zuschauer zusehen an den Fernsehschirmen, ich würde dringend davon abraten, am Dieselauspuff zu schnüffeln. So bin ich, Frau Katzmann. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Kollege Gauland. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob die Kollegin zum Thema spricht, aber irgendwie haben Spenden im weitesten Sinne auch was mit Wirtschaft zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe selbstverständlich die Emotionalität der Debatte. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Präsidium nicht dazu da ist, eine Bewertung vorzunehmen. Solange sich Beiträge im Rahmen der Gesetze halten, sind sie zu tragen, manche sind zu ertragen. Aber ich habe bisher nicht feststellen können, dass die rechtlichen Rahmen überschritten worden sind. Wir machen hier keine inhaltliche Zensur. Herr Kollege Hilse, unter der Voraussetzung, dass die Uhr wirklich geht, davon gehe ich aus, haben Sie tatsächlich exakt 8 Minuten gesprochen plus Beantwortung der Zwischenfrage. Wir sind da sehr sorgsam bei der Überwachung der Zeitnahme. Das ist wie beim Fußball. Ich habe den Zwischenruf leider nicht verstanden, aber war wahrscheinlich nicht so wichtig. Herr Kollege Schindenburg, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich darauf hinweisen, dass der Kollege Branden, AfD-Fraktion, aus der laufenden Tagung ein Foto geschossen hat und veröffentlicht hat auf Twitter oder Facebook. Moment, Moment. Darf ich das kurz zu Ende führen? Also wie gesagt, aus der laufenden Tagung bezogen auf die Fraktion Die Linke mit dem Bemerken, zwei Linke da. Das Präsidium des Deutschen Bundestages ist sich einig, dass dies mit der Würde und Ordnung des Hohen Hauses nicht vereinbar ist. Ich behalte mir ausdrücklich eine Ordnungsmaßnahme vor. Die Kollegin Martina Stamm-Fiebig hat, wie ich finde, worauf bezog sich jetzt das Klatschen, dass er Rechtsausschussvorsitzender ist? Vielen Dank, Frau Kollegin von Storch. Ich weiß nicht, was auf der letzten Bank der Grünen gerade so passiert ist, Frau Kühners, aber ich glaube, als Schülerin haben Sie häufiger Einträge ins Klassenbuch bekommen. Ich sage, als Schülerin haben Sie wahrscheinlich häufiger Einträge ins Klassenbuch bekommen. Wegen nie. Gut, ich auch. Also entspannen Sie sich ein bisschen. Jetzt, dann haben wir noch 2 Fernsehprogramme, nur für Frauen. Mona Lisa und Frauen-TV wird vom MDR und vom ZDF finanziert, weil Frauen ja extra was Besonderes sind bei uns. Sie kommen ja sonst nicht vorwärts. Und jetzt kann ich Ihnen auch noch mal ein schönes Beispiel sagen, wenn ich die Zeit noch habe. Also, Herr Kollege, die Zeit haben Sie leider nicht mehr. Habe ich nicht mehr. Sagen muss. Und schade. Schade, ich hätte Ihnen noch was Schönes erzählt. Ich habe hier nur Wasser. Also, Schlusswort, strengen Sie sich mehr an, dann kommen Sie auch in die Position rein. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann sicher sagen, dass vom Parlamentsdienst nur Wasser ausgeschenkt wird. Das ist